Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute sehen Sie mich am Grinsen, denn wir haben eine Rarität ergattert, sogar in gewissen Stückzahlen, dass sie ja nicht sofort ausverkauft ist. Und zwar den Laphroaig Caraghers 15 Jahre alter. Und die Caraghers-Abfüllungen sind die Abfüllungen, die anlässlich des Whisky Festivals of Islay jedes Jahr abgefüllt werden. Mhm. Also eine Jahresabfüllung. Und da haben sie wohl für ein Jahr ein bisschen viel gemacht. Mhm. Und das ist das 2017er Bottling. Und das haben wir jetzt bekommen. Preislich bei uns im Shopsystem 112,50 Euro. Was für, sagen wir mal, einen 15-Jährigen ein angemessener Preis ist. Und für einen Laphroaig ist es ein Schnäppchen. Mhm. Es gibt bei uns noch den 15-Jährigen von dem 200-Jährigen Jubiläum. Und der wurde, ja, Laphroaig liegt auf Islay und Islay ist nicht Teil von Großbritannien, Teil des United Kingdoms. Das sind feine Unterschiede, aber wichtig, weil ja, in den Highlands war es verboten, Malt Whisky zu brennen, bis zum Lizenzierungsdatum 1823-24, wo die meisten dann in Lizenz kamen. Und auf Islay da nicht, da durften sie brennen und drum ist Laphroaig 1816 lizenziert. Vorher gab es dann schon Schwarzbrenner und so weiter und so fort, egal. Aber sie tragen deswegen ein älteres Alter. Und deshalb ist der 200-jährige Whisky 1815 bis 2015, trägt auf dem Etikett zum Jubiläum, aber gebrannt wurde 2000, abgefüllt wurde 2015. Mhm. Also den gibt es bei uns auch im Shopsystem. Leider ein paar Augen teurer, aber nun gut. Ja. Abfüllungen sind beide 43 Volumenprozente, wobei er nur extra angibt, dass das First Fill Ex-Bourbon-Fässer sind, und zwar 100% First-Fill-Ex-Bourbon-Fässer. 2015, also zum Jubiläum, war ich auch da. Ich war jetzt nicht bei der großen Feierlichkeit da. Du kriegst kein Zimmer, du musst ein Zelt nehmen. Aber ich war im Dezember sogar da. Ja, man kann auf Islay im Dezember sein. Mhm. Und es war gar nicht so schlimm. Also ich glaube, wir hatten nur ein paar Mal Regen und einmal Hagel. war echt eine wunderschöne Brennerei. Wenn ihr es auch mal sehen wollt, schaut euch mal das Brennerei-Video an. Wer es richtig erleben will, der muss natürlich nach Islay fliegen. Und mit der Fähre fahren. Oder ja. 2,5 Stunden Sturm. Und ich habe auch Friends of Laphroaig habe ich auch mitgemacht. Also da gibt es so ein Ding bei denen, wo man Friends of Laphroaig werden kann. Dann kann man auf seinem eigenen Land auf dem Laphroaig-Anwesen stehen und dann ein Gläschen Laphroaig trinken. Und das war dann einer dieser Tage, wo es ein wenig geregnet hat. Ja. Das ist typisch. Ne? Gut, also womit haben wir es zu tun? Mit dem 15-Jährigen, also älter als normal, mit First Fill Ex-Bourbon-Fässern und mit einer Alkoholstärke von 43 Volumenprozenten. Tja, und dann sehen Sie heute was Neues. Die Flasche ist schon offen, denn wir haben vorhin das erste Video in Englisch gedreht. Und jetzt drehen wir das Deutsche immer als zweites, weil ja der erste Eindruck eines Whiskys dann doch ein bisschen anders ist als der zweite Eindruck. Und wenn man eine ganze Flasche vor sich hat, dann ist der zweite Eindruck wichtiger als der erste Eindruck. Gut, mache ich schon seit ein bisschen längeren so. Also ich hatte am Anfang so ein bisschen Kritik und dann habe ich das umgestellt und dann ist es besser geworden. Also ja, es ist wirklich, wenn man sich auf den Whisky nochmal 15 Minuten mehr konzentriert, kann man wirklich mehr über den Whisky auch erzählen. Ja. Ohne dann die Leute zu langweilen. Wenn wir hier die Whiskys verdoppeln würden in der Zeit, die Whisky-Videos, wäre auch nicht so gut. Wozu man sagen muss, ich habe es anfangs immer so gemacht, ich habe es extra geöffnet, frisch, damit dieses erste Auspackerlebnis auch mit dabei ist. Ja. Unsere Videos sind ja aus dem iPhone-Review entstanden, 2007. Auspackerlebnis. Das machen die immer noch beim iPhone. Ja. Tja, jetzt, wo ich den Whisky zum zweiten Mal im Glas habe, ist dieser Überfall des Rauchs nicht mehr so schlimm wie beim ersten Mal, aber er ist heftig. Also er tränt in den Augen oder er bringt die Augen zum Tränen, ist schon heftig und da muss man ein Weilchen warten, bis dieser Rauch vom Gehirn akzeptiert wird und ausgeblendet wird, dass die Rezeptoren sagen, hör auf mit dem Rauch oder ich gebe es dir nicht mehr weiter, du sollst jetzt wissen, dass du Rauch gerochen hast. Und erst dann kommt man in die Tiefen runter.
Wobei man jetzt auch schon was ein bisschen zum Rauch sagen kann. Dieser Rauch ist nicht so der totale Stinker, sondern durch das gewisse Alter haben sich hier schon ein paar Oxidationsprozesse im Fass abgespielt, wo also aus den ganz frischen Phenolen, die so diese Krankenhauscharaktere dann haben, dass da jetzt schon ein bisschen was Reiferes geworden ist, aber definitiv erinnert an Krankenhaus. Also ich finde bei, wie heißt es, bei Laphroaig finde ich es immer schwierig, weil Laphroaig hat definitiv einen starken rauchigen Charakter. Und der rauchige Charakter bei Laphroaig ist extrem medizinisch und ich finde irgendwie, ich kriege immer die Süßlichkeit nicht so mit beim Laphroaig. Ja, also da musst du schon wirklich in die sehr alten Abfüllungen oder älteren Abfüllungen gehen. Ich habe jetzt hier einen schönen Rauch, medizinisch, bisschen maritim auch noch. Und ganz, also da musst du schon genau die richtigen Abstand haben zum Glas, um noch irgendwo eine Süßlichkeit rauszubekommen. Für mich ist das da eher so eine, ja, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, diese süßliche Fäule oder so in der Richtung. Nee, also so will ich es jetzt nicht behaupten. Jetzt nicht böse, also ich find ihn schon lecker, riecht lecker, aber... Da ist jetzt nicht irgendwo, die sagen immer so Apfel und bla und Stew und was alles drin, aber den ich habe jetzt beim allerersten Öffnen, da hatte ich den Apfel sofort, der dann vom Rauch zugedeckelt wurde. Jetzt so langsam kommt der Apfel wieder. Sagen wir mal eigentlich Früchte, ob das jetzt frische, helle Früchte, ob das jetzt eine härtere Birne ist, ob das ein Apfel ist, ob das ein weißer Pfirsich ist, das mag ich jetzt nicht so sagen. Aber auf jeden Fall ist das mit dabei. Und was ich ganz, ganz stark gefunden habe, mittlerweile nach dem zweiten Probieren, ist tatsächlich eine Vanille- und eine Toffee-Note drin, die sich gegen den Rauch dann durchsetzen kann. Also langsam ist mein Hirn schon in der Lage, den Rauch auszublenden. Ja, gewöhnst dich irgendwann dran, aber ich finde es beim Laphroaig einen der schwierigsten. Tschüss. Tschüss. Neuerdings hat ja Laphroaig 48 Volumenprozente, aber ich finde bei dem hier die 43 Volumenprozente genau passend. Das ist richtig, richtig okay. Trägt ihn schön mit und der Rauch zieht jetzt an den Gaumen und auf der Zunge habe ich diese Weichheit von Laphroaig, denn Laphroaig hat ja ganz besonders stark eingeschnürte Brennblasen, die vor allem in der Spirit Still zu einer sehr ruhigen Alkoholsäule führen, was zu einem sehr sauberen Abtrennen des Alkohols führt und damit den Alkohol richtig weich macht. Und diese milde Weiche spürt man jetzt und wenn man ein bisschen wartet, kommt aus meiner Sicht dann auch ein bisschen die Süße dann hinterher. Dass der nun irgendwie eine Chili-Note hätte, wie man offiziell hört, habe ich jetzt nicht. Ich habe allerdings auch nicht diese große Menge in den Mund genommen, weil ich da mit dem Rauch ein bisschen meine Probleme habe. Also man merkt, dass es frische First Fill American White Oak Ex-Bourbon Fässer sind. Die bringen also jetzt keine Bitterkeit oder sowas mit und auch keine besondere Schärfe. Ich finde es bei Laphroaig immer interessant, dass es so ein Maß gibt irgendwo. Die jüngeren, Select 10, die sind richtig rassig und die älteren sind eher mild. Der ist jetzt schon auf der milden Seite. Ja. Also du merkst wirklich, er ist runder, hat einen heftigen Rauch drin, aber der Rauch ist schon runder und nicht so aggressiv. Und im Geschmack habe ich es jetzt auch. Jetzt kommt langsam die Süße. Nach dem zweiten Gläschen jetzt mehr, schmecke ich es auch langsam durch, dass da nicht nur Rauch drin ist, sondern auch ein bisschen Gewürze, Eiche und auch so eine gewisse leichte Süße so. Also dieses typische Bourbon, so ein bisschen Vanille, ein bisschen Karamell. Aber für das, dass es ein First Fill Ex-Bourbon Barrel ist, finde ich sehr, sehr, sehr weich. Also sehr, sehr faint. Ich meine, das ist alles relativ zu sehen. Wir haben einen Rauch da oben drauf. Ja. Also ohne Rauch wäre dieser Ex-Bourbon weitaus stärker. Ja, auf jeden Fall. Und mit mehr Alkoholstärke würde der auch mehr reindrücken. Und der hält ihn halt dann im Geschmack so mild. Mit den 43%. Also, ich weiß nicht, was Laphroaig macht, aber Laphroaig
Die haben ja auch, glaube ich, irgendwie nur 45 ppm, die sie angeliefert bekommen, oder war es 50 oder irgendwie so in der Richtung. Also sehr ähnlich zu den anderen Südküstlern von Isla. Aber sie halten den Rauch nach meiner Meinung noch ein gutes Stückchen mehr als die anderen in der dürfte Flasche. Dürfte am Prozess liegen. Ja. Mhm. Wird irgendwo im Prozess liegen, vielleicht weil sie selbst melzen. Ja, da kann sein, dass sie auch mal hin und wieder eine Schippe mehr auflegen. Und jetzt ist die Frage, wird dieses Mais allgemein beigegeben? Landet das alles zusammen im gleichen Spirit Receiver und wird dann auf die Fässer aufgeteilt? Also es hieß 10% machen sie? Nur noch 10. Früher hatte ich 30 gehört. Nee, jetzt ist es schon vorbei. Das ist vorbei. Also 10%, 10, 15 glaube ich hatten sie gesagt. Ich weiß nicht, wer es genau haben will. Die richtigen Daten gibt es im Brennerei-Video. Mit dem Interview vom... Ich glaube, das hatte ich im Brennerei-Video gesagt. Aber sie machen da keine extra Whiskys, sondern die werden einfach reingemischt. Okay. Mhm. Gut, ja. Also er ist definitiv starkiger, rauchiger Whisky. Und diese First-Fill-Fässer machen ihn halt zum einen ein Stück besonders. Dann ist die Flasche selten limitiert. Mhm. Mit 112,50 Euro durchaus für einen Laphroaig auch bezahlbar, für einen seltenen Laphroaig bezahlbar. Zum Teil ist es auch ein Sammelobjekt für die Leute, die diese Cadres Annual Releases sammeln. Ja, und in Zukunft gibt es dann auch noch die Hunter-Serie. Mhm. Die steht aber ganz andere Preise dran für die Sammler. Auch das wird interessant, freue ich mich drauf, wenn wir die erste davon dann probieren werden. Schauen Sie bei uns im Shopsystem nach. Da kommt bei Laphroaig doch dann so einiges. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Wem es gefallen hat, schaut bei uns im Shop vorbei und bis zum nächsten Mal.